Die Freien Demokraten haben heute ihre Vorstellung veröffentlicht, wie wir uns den Haushalt für 2016 vorstellen. Wir wollen, dass sich das Land mehr Luft verschafft bei den Herausforderungen, die in Zukunft auf uns zukommen werden, nicht nur beim Thema Flüchtlinge. Das Land hat zurzeit Steuermehreinnahmen von über 1,4 Milliarden Euro. Das liegt daran, dass die Wirtschaft brummt. Aber auf der anderen Seite tut das Land viel zu wenig, um wirklich in den Strukturen, ja, Richtung Zukunft sich zu entwickeln und sich Luft zu verschaffen. Es wird nicht konsolidiert, es wird nicht eingespart, es werden keine staatlichen Strukturen verändert. Das ist ein Fehler. Wir Freie Demokraten wollen, dass das Land auf der einen Seite bei der Frage der Flüchtlinge Initiativen startet, hier die Integration voranzutreiben, beim Thema gerade jugendliche Flüchtlinge und Kinder, was das Thema Schule und Kindergärten angeht, beim Thema Sprachintegration. Aber wir wollen auch auf der anderen Seite, dass unser Land fit gemacht wird für die Zukunft. Das bedeutet, dass staatliche Strukturen für die Zukunft vorbereitet werden. Was mit uns nicht zu machen ist, ist, dass die Schuldenbremse in Hessen in Frage gestellt wird. Über 70% der Menschen haben sich für die Schuldenbremse ausgesprochen. Und deshalb sagen wir, Hände weg von der Schuldenbremse, wie es jetzt die Sozialdemokraten, aber auch leider die Regierungskoalition nicht ausgeschlossen hat. Die Schuldenbremse wird in Hessen unangetastet bleiben müssen. Ansonsten werden die Freien Demokraten dieses Thema auch bei der Kommunalwahl mit zur Abstimmung stellen. Deshalb Hände weg von der Schuldenbremse.